lieber Generalvikar, herzlichen Dank fürs Willkommen heißen und vor allen Dingen, dass wir Ihre schönen Räume nutzen können. Bis zum ersten Stock bin ich gekommen, deswegen umso schöner, es noch ein Stockwerk nach oben geschafft zu haben. Verehrte Gäste, liebe Studierende, Sie ja auch den Tag mitgestalten. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, das Grußwort mit drei anderen Kollegen zu teilen. Das bedeutet aber auch, dass ich mich kurz und prägnant fassen möchte, insbesondere die Gäste und die Referenten begrüßen. Ganz vorne ran Herrn Professor Dr. Grassel. Wir haben gerade noch mal unsere Vergangenheit Revue passieren lassen. Sie waren ja bereits 2015 am DIES zu diesem Thema mit einem ganz tollen Vortrag, der schon auch impulsgebend war. Bei uns, neben Ihnen saß Bischof Voderholzer, der danach, haben Sie mir gerade noch mal gesagt, auch gesagt hat, jetzt denke ich doch noch mal anders über bestimmte Dinge nach. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir heute noch mal zusammen sind, Impulse zu geben und zu überlegen, wie wir uns als KU an der Fragestellung beteiligen können, beziehungsweise vielleicht auch sogar federführend beteiligen können. Dann natürlich, Herr Rott, Sie sind heute ein auch ganz wichtiger Kollege und gestalten ja durch Ihre Kooperationsbereitschaft das Thema schon lange mit. Und vielleicht in Zukunft gibt es da auch nochmal Synergien, über die wir heute im Laufe des Nachmittags auch nochmal sprechen können und wollen. Darüber hinaus herzliches Grüß Gott an die Referenten. Das ist der Herr Professor Dr. Stefan Bauberger. Sie stellen sich ja sicher nachher nochmal oder werden nachher nochmal einzeln vorgestellt von der Hochschule der Philosophie in München. Dann Herr Michael Kuhn von der Bischofskonferenz der Europäischen Gemeinschaft Comete. Und Hauptreferent, das ist für uns natürlich nochmal ein ganz wichtiger Kontakt, Ökologie und Nachhaltigkeit, Bildung, Kultur und Jugendpolitik und die Dinge hängen ja auch eng zusammen. Herrn Dr. Oliver Putz als Mitglied der VDW und natürlich dann diejenigen, die auch gestaltend und referierend nachher immer wieder zwischendurch tätig werden. Uli, ich schaue dich ganz vorne an, ohne dich wären wir heute hier nicht zusammen. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt auch gelingt, eine so große und interdisziplinäre Gruppe hier zusammenzubringen. Das Thema integrale Ökologie ist ja ein zentrales Element in Laudato Si, in der Enzyklika von Papst Franziskus. Und mein Part ist es heute ganz kurz, weil Sie sich ja inhaltlich noch länger damit beschäftigen, zu überlegen, warum ist das Thema ein für uns so wichtiges, worauf bauen wir auf und woran knüpfen wir an? Das Thema Nachhaltigkeit, die Vertreter sitzen, wir sitzen die Woche schon mehrfach zusammen, prägt ja schon seit langem das Profil der KU und hier durch den ganzheitlichen interdisziplinären Zugang auch nochmal mit dem starken Bezug zur Schöpfung und zur Bewahrung der Schöpfung hoffen wir natürlich vielleicht nochmal den Kontext auch in Richtung internationale Kooperationen zu erweitern. Wir haben ja schon einiges. Aber das wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben studentische Gruppen, sie sind ja zum Teil auch heute da, die sowohl in ihren Curricula das Thema, sowohl BNE Nachhaltigkeit, aber auch Bewahrung der Schöpfung in ganz unterschiedlichen Kontexten ja auch mit, ich würde schon sagen, in die Wiege gelegt kriegen, wobei für die Wiege sie ein bisschen zu alt sind, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt, auch wissenschaftlich zu reflektieren. Dann haben wir in ganz vielen studentischen Organisationen, Denk Nachhaltig und AKAS, die beschäftigen sich ganz dezidiert mit Nachhaltigkeit. Und die Hochschule insgesamt hat ja als ein ganz wichtiges Profilmerkmal sich die globalen Herausforderungen, Verantwortung und Gesellschaft nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern das ist eigentlich das Profilelement, was gerade die jetzige Hochschulleitung ja nochmal mit Nachdruck verfolgt. Und in diesem Kontext, zusammen mit dem, was wir in den interdisziplinären Zentren und in anderen Themen sowieso schon tun, wird dieser Bereich, Uli Bartosch kam vor ungefähr einem Dreivierteljahr, glaube ich, das erste Mal nochmal auch mit der Ausweitung des Themas auf die Hochschulleitung zu. Wir sind sehr, sehr offen dafür und hoffen uns heute, deswegen bin ich auch länger als sonst beim Grußwort heute da, weil mich auch Ihre inhaltlichen Impulse nochmal interessieren, wenn wir überlegen, wie wir uns als Universität sowohl im Bereich der Forschung und des Transfers, aber auch in Richtung Studienprogrammen hier nochmal anschlussfähig machen und die Dinge, die schon passieren, mit den Dingen, die wir in Zukunft vielleicht für uns nochmal als sehr fruchtbar erachten, zusammenzubringen.
Das von meiner Seite. Inhaltlich sind heute bessere Experten da, die sich auskennen. Mir war es nochmal wichtig als Hochschulleiterin zu sagen, dass ich es toll finde, dass so viele Studierende auch da sind und das Thema mittragen. Sie sind die Generation. Sie sehen an den aktuellen Protesten, die zukünftig mit diesem Thema ja eigentlich ihr Leben lang zu tun haben werden. Und deswegen ist es toll, dass Sie auch mitgestalten und das Thema mittragen. Vielen Dank. Applaus